So, Freunde der Sonne, ich bin hier bei Marokkaner hier in Raunheim. Beste Fleischbouillarden. Wenn ihr Fleisch haben wollt, dann wisst ihr Bescheid. Immer frisch. Werde mir jetzt hier heute ein Hüftsteak bestellen und das dann zu Hause anbraten. Also lasst euch überraschen, Freunde der Sonne. Heute geht's wieder los. Hallo, Freunde der Sonne. Ich habe hier ein Hüftsteak 400 Gramm, was ich anbraten werde. Hier tolles Gemüse, was ich separat anbraten werde. Das wird meine Beilage sein dazu. Und hier lasse ich schon mal die Kartoffeln kochen. Die kommen auch noch mal auf den Teller. Also lasst euch überraschen, Freunde der Sonne. Mein Gemüse ist jetzt hier vorgeschnitten und vorbereitet. Beim Steak, beim Hüftsteak, tun wir nur die vordere Seite mit Öl einschmieren und die hintere Seite. Und nur da, wo wir das Öl anbraten, auch mit Öl begießen. So, das Öl hier drauf, schön einschmieren. Und die Rückseite. Haben wir schön Fett drauf. Das wird lecker. So, das reicht. Ein bisschen hier noch in der Mitte, da wo es angebraten wird. Ideal, voilà. So, wir tun jetzt die Pfanne erhitzen. Kurze Info auch. Ich mache die Videos immer und koche dabei und stelle die immer direkt rein. Das heißt, ich bin gar nicht fertig und das wird jetzt noch ungefähr 10 Minuten dauern. Also, nur damit ihr Bescheid wisst. Ah, ich werde gebraten, ich werde gebraten. Freunde der Sonne, das wird ein wichtiges Buffalo Steakhouse Steak. Und ganz wichtig, immer wieder nach einer Minute wenden. Medium, ne? Max. So, Freunde der Sonne, das Steak well done. Wir nehmen es jetzt mal raus. Das soll ja sein Aroma nicht verlieren. Wir aufnehmen und zack, genau, einfach hier rein. Jetzt verpacken wir das mal richtig und lassen das mal 10 Minuten ruhen, damit das Steak zu seiner Ruhe kommt, Regeneration, und später hole ich es mir nochmal. In der Pfanne werde ich jetzt auch das Gemüse anbraten, direkt rein. Fangen mit den Zwiebeln an. Step by step. So, hab jetzt mal die Paprika dazu gegeben. Auberginen. Zucchini. Schön anbraten. Die Geschichte dann auch mit Pfeffer und Salz würzen. Da muss ich die Kamera weglegen. Ich drücke mal auf Stopp und tschüss. Freunde der Sonne, jetzt kommt ein paar Tomaten, Cherry-Tomaten noch dazu und habe das nochmal pikant gemacht. Das kommt auch noch rein. Heute esse ich erstmal alleine. Da kann es ruhig mal ein bisschen scharf sein. Ja? Und wieder arbeiten, 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 arbeiten. Ah, was ein Geruch. Meine Kartoffeln sind jetzt fertig. Die werde ich jetzt in Würfel schneiden und dann noch mit anbraten mit dem Gemüse. Hier kommen sie rein. So, die Kartoffeln kommen dann rein jetzt. Und schön anbraten. So, das Gemüse kommt aus der Pfanne in die Schüssel rein. So, das geht sogar mit Aufnehmen. Super! So, mein Steak hat hier schön regeneriert. Aroma ist noch vorhanden, denke ich. Und jetzt
kommt das Steak wieder in die Pfanne. Und wir braten es wieder an, damit es köstlich schmeckt. Ganz einfach, ganz einfach. Folie öffnet sich. Also wie gesagt, schaut mal, das wird später unsere Soße, ne? Okay? Das wird unsere Soße. Steak wieder rein. Und wieder arbeiten lassen. Rosmarin, passt. Steak wieder rein. Gebe gleich ganz bisschen Butter dazu, ganz bisschen. Ne? Schaut mal, wie die Butter vor sich hin schmilzt. Genial. Da ist mein Steak. Da ist das Ding. Dranbleiben. Jetzt wird geschnitten. Servus. Richtig heiß. So. Überzeugt euch selber. Ich mag es immer schön durch. Habe ein bisschen extra länger anbraten lassen. Schaut mal jetzt. Da kann der Nusret einpacken. So, wir haben ja von unserer leckeren Soße gesprochen, die in der Alufolie ist. Die kommt jetzt aufnehmen und kochen. Das ist schwer. Hier oben drauf. Das ist die Soße, das ist die Fleischsoße. Das ist hier auch. So können wir arbeiten. Jetzt wird reingehauen. Lecker, 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 lecker. Schaut euch mal das Fleisch an. Schaut euch mal diese Fasern an. Schöne Faserrisse. Egal, wird behandelt im Magen.